Ungewöhnliche Klänge drangen jetzt wieder aus den Räumen der alten Molkerei. Und die Geräte, die diese Klänge erzeugten, waren ebenso ungewöhnlich wie der Klang selber. Beim zweiten Dinosaurier-Treffen konnten Freunde der elektronischen Musik wieder fachsimpeln, was das Zeug hält. Zu sehen waren Synthesizer aus verschiedenen Jahrzehnten. Analoge Synthesizer setzen sich aus Modulen zusammen, die der Erzeugung, Veränderung, Steuerung oder Klangverstärkung von Tönen dienen. Ihr Aussehen kann dabei stark variieren. Eines der größten Exemplare beim Dinosaurier-Treffen hatte Siegfried Brückner mitgebracht. 5 Jahre baute er an dem Format-Synthesizer. Den Bauplan hatte er aus einer Elektronikzeitschrift der 80er Jahre. Mit unzähligen Regnern und Steckverbindungen erinnert das Gerät fast schon an eine Telefonschaltzentrale aus einer alten Firma. Ebenfalls mit von der Partie war Thorsten Abel, alias TMA. Er ist von der alten Technik noch heute fasziniert. Für mich persönlich die Haptik, das Schöne, das Alte, der Klang vor allen Dingen, der mich davon beeinflusst, oder auch die Musik aus diesen Zeiten, wo diese Synthesizer gebaut wurden. Bei seinem Auftritt zeigte Abel, was er mit seinem Synthesizer anstellen kann. Begleitet wurde er dabei von Tommy Bretzler auf den elektronischen Drums und Percussion. Die Besucher des Dinosaurier-Treffens konnten auch selbst aktiv werden. Bei Interesse konnte man sich einen einfachen Synthesizer unter Anleitung selber löten.